Ach so, okay. War da gerade was? Nee, das war, glaube ich, nur... Das war, glaube ich, nur was anderes. Hallo, Hase. Hier hat irgendwo da... Ist hier nichts? Ehrlich nicht? Na gut. Wieso kann ich da... Wieso kann ich da hochspringen? Und dann komme ich da oben hin? Okay, also ich kann rechts oder links. Okay. Das ist immer nur, um wieder da hochzukommen, oder wie? Dein Ernst jetzt? Ja, toll. Da hinten geht's nicht. Ja, das ist ja clever gemeint. Ich dachte, ich krieg jetzt hier ein Geheimnis raus oder so. Und dann fahren wir nochmal mit der Salbe nach unten. So, die Frage ist, haben wir hier was zum Verstecken? Da hinten liegt nämlich eine Leiche. Meine ich doch, dass wir die nehmen können. Ich kann nichts für ihn tun. Was ist das hier? Wo muss ich denn hin? Also mein Einsatzort ist da. Ich bin jetzt hier völlig abseits der Karte, aber ich gucke trotzdem mal nach. Aber ich kann nur hoffen, dass jetzt hier kein Bär drin ist. Also sie steht hier irgendwie so komisch, das macht mir ein bisschen Sorgen. Was war das? Eine von fünf Höhlen erforscht. Ah, okay. Die jetzt genommen? Nee. Ach, die sind voll. Na gut. Gucken wir hier nochmal kurz, ob wir hier noch irgendwas... Ah, ja, da haben wir noch was von dem Zeug. Da kämen wir... Nee, da kämen wir nicht rum, ne? Das ist einfach nur okay. Ist das jetzt eine Falle oder soll ich da was mitmachen? Kokos von Nicea, der Astronom. Okay. Ich bin ja wirklich völlig von der Karte raus, aber von mir aus? Aber das scheine ich jetzt nichts nehmen zu können. Weit kann ich dann, glaube ich, doch noch nicht springen. Muss ich mal wohl irgendwie hier rum. Oder kam ich jetzt? Nee, ich kam von hier. Ne? Oder kam ich jetzt von hier? Moment. Oder ist das die gleiche Höhle? Ich weiß es nicht.
Ich verliere hier gerade völlig die Orientierung. Hilfe. Ich glaube, ich laufe wieder zurück. Aber ich bin mir nicht sicher. Nee, hier ist Gold. Hier war ich noch nicht, oder? Oder bin ich hier reingekommen? Nee, das auf jeden Fall nicht. Die Frage ist nur, also das kann ich anscheinend nicht kaputt machen. Da geht's runter. Kann man hier auch irgendwie hoch? Nee, ne? Das ist zu. Ich sag ja, ich habe gerade völlig die Orientierung verloren. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ja. Was ist das? Der springt mich jetzt aber nicht gleich an, oder? Antiker Bogen, neue Ausrüstung freigeschaltet. Ah! Perfekt! Also anscheinend kriegt man wirklich immer in diesen Gräbern, also ich denke mal, dass das hier so ein Grab ist, irgendwelche schönen Ausrüstungssachen, die man erlernen kann. Und anscheinend auch schönes Gold. Das heißt aber, kann ich da was machen? Nee. Das heißt aber gleichzeitig, ich muss wahrscheinlich auch nicht darüber springen, so wie ich das gedacht hatte. Moment, da bin ich jetzt eben runtergesprungen, oder? Sarah, ich habe gerade null Orientierung. Nee, das war das, wo ich hochgekommen bin. Genau. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt nochmal hin sollte oder nicht. Da bin ich reingekommen. Und da gucke ich jetzt noch mal kurz. Weil da hinten kann man ja was abbauen. Aber es sieht nicht so aus, als ob ich da hin kann. Oder? Ich probiere es mal. Oh, die springt gar nicht erst. Okay. Warum nicht? Okay, doch, ich komme doch dahin. Prophet muss Anhänger haben. Kokos von Nicea war einer der ersten des Propheten. In seiner Heimat als Ketzer gebrandmarkt, pilgerte Kokos mit gen Norden. Sein Wissen über die Sterne half, den Weg zu finden. Es heißt, dass Kokos und der Prophet stundenlang die Sterne betrachteten und über das Universum und den Platz des Menschen darin diskutieren konnten. Er baute für den Propheten ein Oreri, der Planeten und Sterne, damit dieser auch im dunklen Winter den Nachthimmel betrachten konnte. Mir ist jetzt gerade das erste Mal aufgefallen, dass der gar nicht genau das hundertprozentig liest, was da steht, aber egal. So, ich denke mal, ich hoffe mal, dass wir jetzt alles hier in dieser Höhle haben. Wenn ich denn den Ausgang wieder finde, der war ja hier direkt in der Nähe, genau hier, dann werden wir nämlich den normalen Weg weiterlaufen, den wir eigentlich ja gehen sollten. So, die Frage ist, ja, Pfeile haben wir auch voll, okay. Ich weiß jetzt auch nicht, ich glaube, Giftpfeile kann ich noch gar nicht machen. Kann ich das mitnehmen? Nee, kann ich nicht mitnehmen. Okay, ich bin hier aber doch irgendwo runtergesprungen eben. Und ich müsste eigentlich nach links, aber ich bin, glaube ich, von... Nee, hier bin ich reingegangen. Da war das mit dem Runterspringen. Da wollte ich jetzt gar nicht rein. Ich meine, ich bin jetzt von rechts gekommen, aber wie komme ich da wieder hoch? Ich sehe hier so überhaupt nichts, weil das alles so dunkel ist. Ach,
der ist im Weg. Ja, okay. Da bin ich doch durch so eine Spalte, genau. Okay, hier kann ich mich verstecken. Das heißt, es müsste auf jeden Fall irgendwo jemand sein in der Nähe. Alle Einheiten, neue Infos. Konstantin ist vom Gefängnis hierher unterwegs. Der erste Tag in Sibirien und es passiert. 2 Jahre in Afghanistan, 1 in Indonesien und nichts. Aber ein Tag hier im Eis und zack, ich erledige einen. Die Augen des Mannes wurden glasig. Und er flehte mich um etwas an. Kein Russe, keine Ahnung. Ich blieb bei ihm und sah zu. Erst war er noch da, dann nichts mehr. Nur noch Fleisch. Ich habe in den Schnee gekotzt. Der war ganz rot von Blut. Jetzt ist er nur noch Fleisch. Und ich lebe. Konstantin sagt immer, dass wir aus einem besonderen Grund hier sind und Gottes Werk tun. Allmählich erkenne ich das. Wir müssen alles in Ordnung bringen, bevor er ankommt. Hey, hört mich jemand? Oh, wir müssen den Funk wieder in Gang kriegen. Kommt der auch zu mir? Die Wölfe machen mir ein bisschen Sorgen, wenn ich jetzt ehrlich bin. Mit Objekten ablenken. Ablenkungsobjekte können eine Reihe von Feinden anlocken. Okay. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Komplett irre. Greift 3 bewaffnete Männer mit einer Axt an. Keine Ahnung, wie die einen davon lebend kriegen konnten. Wer zur Hölle sind diese Leute? Laut Erstaufklärung... Hast du das gehört? Das sehe ich mir an. Verstanden. Wie zur Hölle kam das denn her? Was? Wieso gehen die denn nicht beide? Ja, toll. Wo kam das denn her? Die sollen doch beide gehen, Idioten. Roger, alles in Ordnung. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Das war auf jeden Fall kein lautlos Kill. Ich hoffe mal, dass die sich automatisch duckt, wenn wirklich Gegner in der Nähe sind. Dass ich jetzt hier nicht so komplett ungeschützt rumlaufe. Ja gut, das brauchen wir jetzt natürlich nicht. Ich hätte sie wahrscheinlich in eine andere Richtung locken müssen und dann von mir weg oder so. Keine Ahnung. Noch mehr von ihnen. Na toll.
Riechen Sie zwischen den... Sind wir sicher? Ich habe seit ein paar Minuten keine Schüsse mehr gehört. Ich glaube, wir sind sicher. Verlass dich nicht mehr. Bleiben wir wachsam, bis wir gut zum Gefängnis kommen. Da kommt schon ein Zuschauer. Was zur Hölle mit der hier unten? Schwer zu sagen. Seid ihr auch noch hier? Drei Männer. Da kann ich noch oben ablenken. Wir sollten Fallen rund ums Gebiet legen. Hiermit kann ich für ein paar Überraschungen sorgen. Jetzt läuft er dahin, wo ich eben stand. Auch noch einer habe ich gesehen. Ich kann hier aber ganz schlecht anvisieren, weil es so dunkel ist da oben. Ich weiß auch nicht, ob ich so weit schießen kann. Ups. Nein, du sollst dich nicht umsehen. Also du sollst dich umsehen, aber ich muss sehen, wo du hingehst. Läuft da unten jetzt einer? Oh Mist. Ich hätte es vielleicht machen sollen, wenn er dabei gestanden hat. Bring es zu Ende! Wo war der jetzt? Da oben. Oh, wie soll ich den denn von hier unten jetzt treffen? Okay, ich kann ihn von hier unten treffen. Gut. Achso, nee, jetzt nicht zum Abbauen. Geht doch, Junge!
nicht den gesehen? Alarm, wir haben einen Eindringling! Wo ist der? Da, hä? Ist jetzt dahinter? Granate raus! Oh fuck. Genauso schlecht wie ich. Hilfe. Ja, mit Pfeil und Bogen komme ich irgendwie so gar nicht richtig klar. Ich weiß auch nicht, bis das dann erstmal aufgeladen ist und alles. Oh. Das weiß ich nicht. Die müssten mich dann ja von oben irgendwie immer sehen. Wo muss ich denn hin? Ich muss auf jeden Fall da hoch. Halbautomatische Pistole. Ah, also ein Teil davon. Wo soll ich denn jetzt hier noch hin? Hallo? Ah, okay. Wir sind jetzt wieder runter. Ja, toll. Ich auch direkt unten hingehen können. Okay, sie bleibt so halb in Deckung. Das gefällt mir gar nicht. Ein schrecklicher Tod.